berechne ohne Taschenrechner den Wert von Tangens von 7 Pi Zwölftel basiert auf die Werte Sinus, Cosinus und Tangens der besonderen Winkel Pi halbe, Pi Drittel, Pi Viertel und Pi Sechstel. In dieser 7 sehen wir 4 plus 3 und in dieser 12 sehen wir 4 mal 3. Also können wir 7 Pi Zwölftel auch so schreiben, 4 Pi Zwölftel plus 3 Pi Zwölftel. Den ersten Bruch können wir durch 4 kürzen, der ergibt dann Pi Drittel, und den zweiten Bruch können wir durch 3 kürzen, der ergibt dann Pi Viertel. Also müssen wir Tangens von Pi Drittel plus Pi Viertel berechnen. Hier können wir die Additionsformel von Tangens anwenden, die besagt, dass Tangens von Pi Drittel plus Pi Viertel gleich ist zu Tangens von Pi Drittel plus Tangens von Pi Viertel geteilt durch 1 minus Tangens von Pi Drittel mal Tangens von Pi Viertel. Der Tangens von Pi Drittel, das ist Quadratwurzel von 3, und der Tangens von Pi Viertel, das ist 1. Und somit ergibt unsere Rechnung diesen Bruch 1 plus Quadratwurzel von 3 geteilt durch 1 minus Quadratwurzel von 3. Jetzt multiplizieren wir diesen Bruch oben und unten mit dem konjugierten Binom vom Nenner, das heißt mit 1 plus Quadratwurzel von 3. So erhalten wir diesen Bruch. Oben rechnen wir dieses Quadrat aus, vergessen aber nicht das Doppelprodukt, und unten erkennen wir die binomische Formel a minus b mal a plus b, das ergibt a Quadrat minus b Quadrat. Somit erhalten wir diesen Bruch. Oben haben wir 4 plus 2 Wurzel 3 und unten minus 2. Jetzt teilen wir diesen Zähler durch minus 2 und erhalten so minus 2 minus Quadratwurzel von 3. Der Tangens von 7 Pi Zwölftel ist also gleich minus 2 minus Quadratwurzel von 3.